Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. Aber das macht mir ja, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Wasserreserven. Haben 54 Biokost. Ein bisschen mehr Soja. Ein bisschen mehr Rindfleisch. Sehr, sehr schön. Ja, das hat sich auch gelohnt, der Besuch da mal eben. Und dann müssen wir es eigentlich hier einfach ein paar mehr Leute aufsteigen lassen. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das könnte natürlich schon hier knapp werden, wenn wir die jetzt alle hochholen. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich probiere es einfach mal. Wir liegen jetzt bei 16.000. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Neue Erfolgsgarten erreicht. 2000 plus. Allerdings müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen jetzt hier wieder nachbauen. Verjüngungskuren definitiv. Eigen haben wir ja. Brauchen wir erstmal mehr Sündzellen. Die mache ich einfach mal hier nebenhin. Arbeitskraft hat sich auf jeden Fall richtig verbessert wieder. Also das ist sehr schön. Haben wir mal die Algen ein bisschen im Überblick. 26, da können wir hier wirklich komplett bauen. Und dann können wir hier die vier Jungskuren ausbauen. Auch verklickt, Mann! Gut, dann liegen wir da bei 38. Das ist ja auch schon wieder alles im grünen Bereich. Allerdings brauchen wir mehr IntelliWare. Dafür brauchen wir ein neues Modul und wahrscheinlich dann eine neue Flachsplantage. Und jetzt funktioniert es sogar noch. Dann liegen wir bei 11. Das ist ja gut, dann bauen wir die mal komplett aus und können dann vielleicht ein bisschen IntelliWare verkaufen. Das wird sich natürlich lohnen. Manager Flux haben wir hier. Gut, die Energie kriegen wir auch wieder rein, wenn wir hier ein bisschen was an den Modulen basteln. Energiewartung hier. Sehr schön. Mikrochips sind immer noch im positiven Bereich und 17 IntelliWare. Jetzt möchte ich mal gucken, was wir dafür kriegen, wenn wir die verkaufen. 2000. Nö, dann behalten wir das alles. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen was übrig. Wie viel fehlt uns denn noch hier, um Diamanten herzustellen? 2000. Das wird erledigt, definitiv. Was fehlt uns denn jetzt hier? An Superlegierung? Nee, Superlegierung haben wir ausreichend. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Die Motivation ist auf einem Allzeithoch. Neue Baupläne verfügbar. Das ist doch schon mal ganz ansprechend jetzt. Dann können wir die Handelsroute auch mal komplett killen. Sicher. Die Netzwerkoptimierung ist ein fortlaufender Prozess. Und dann liegen wir wieder bei 4 Neuroimplantaten. Okay. Bitte. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Aber wir können jetzt Diamanten herstellen. Dafür brauchen wir, okay, einen Bergbauplatz. Trifft sehr gut, dass wir hier direkt einen haben. Kostet zwar eine Energie. Alter Schwede. Und dann bauen wir das auch schon mal komplett aus. Shuttle kommt planmäßig an. Und suchen hier mal den nächsten Platz, um Strom herzustellen. Sehr schön. Dann können wir eigentlich auch die Diamanten komplett nach oben liefern, oder?
Na, Replikatoren könnten wir hier herstellen. Die Firma ist wie eine große Familie. Die wollen die auch haben. Obwohl das natürlich stressig wird. Wir brauchen seltene Erden und Diamanten, um die Prismen herzustellen. Eieieiei. Wir richten jetzt einfach schon mal eine Route ein, um diesen zu haben. Mond, Erden haben wir auf. Doch, hier ist 25 plus. Sehr gut. Ja, wir schicken mal 20 hier runter. Knapp 20 so. Ach, muss ich denn immer alles hier per Hand eintippen? So. 2-0. Bestätigen. Transferroute nimmt Betrieb auf. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt hier Diamanten und die seltenen Erden, mit denen wir jetzt diese Multispec-Prismen herstellen können. Und das ist bestimmt auch wieder tierisch energieintensiv. Dann wollen wir mal gucken. Ist auch schön, dass ich die immer falsch rumbaue. Immer. Transport kommt hier hin. Energie, ja gut, passen wir uns auch gleich wieder an. Energie, Creditbilanz, plus 413. Das ist krass. Der hat auch noch keine Module. Er hat welche, er hat welche. Ja, das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall mal mittelfristig versuchen, auf dem Mond die Energie produzieren zu können. Und dann können wir die Energie auf die Erde schicken. Das ist natürlich eine feine Sache. Dann können wir uns hier das ein bisschen sparen. Das ist nämlich auch ganz schön teuer. Okay, jetzt liegen wir bei 2500 Credits. Ja, ist nicht viel, aber immerhin. Multispec Prismen produzieren wir jetzt 6 Stück. Dann bauen wir direkt daneben mal die Anlage für die Replikatoren. 3500 Unterhalt. 400 Energie. Stark. So, 2 Replikatoren haben wir jetzt. Die produzieren wir auch, ja, was heißt im Überschuss, aber haben wir auf jeden Fall jetzt drin. Es gibt leider kein Energiewartungsmodul. Aber zumindest ist durch die Versorgung mit den Replikatoren unsere Bilanz wieder ein bisschen nach oben gegangen. Immerhin. Einfluss erreicht neue Stufe. Nicht gerade der Mittelpunkt der Welt, aber das verlange ich auch gar nicht. Wir können ja noch mal ein paar Gebäude aufsteigen lassen, also so 2, 3 vielleicht. Für Sie habe ich. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem wir noch genug Neuroimplantate haben. Hier zu leben. Danke für alles, was Sie für uns getan haben. Ein wenig Lebensart. Ah, willkommen. Möchten Sie über... Okay. Ich habe mich nicht beschwert, oder? Dann haben die wenigstens schon mal ihre Replikatoren. Hier zu leben hat ein paar Vorteile. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir die Quantencomputer aus der Arktis rübergeschafft bekommen. Immerhin ist es vorzeigbar. Ich bin eigentlich mit dem Gedanken am Spiel, wenigstens hier mal eine Stufe noch weiter zu bauen. Multispec Prismen ist jetzt auf 0. Bauen wir nochmal einen an. Genauso wie hier. Dann haben wir 4 Replikatoren. Können hier sogar noch einen anbauen. Dann geht es auch hier genau auf. Perfekt.
Dann können wir eigentlich in die Arktis gehen. Vorher noch die Handelsroute einrichten für Diamanten. Und schicken die auf die Arkia-Schollen. Ja, schicken wir auch erstmal die kompletten 23. Wie wir das dann nachher verteilen, können wir also gleich sehen. Und dann können wir hier auch die Mission weiter fortführen. Sie haben gute Arbeit geleistet. Wir sollten in Betracht ziehen, Sie zum Partner zu machen. Mir wurde gesagt, dass ich Sie hier finde. Ich habe einen Auftrag, der Ihre Kragenweite haben sollte. So, befestigen Sie Wissenschaftsschiff an Ihrem Kommandoschiff. Machen wir. Neues Stationsmodul zum Andocken bereit. Da können wir uns nämlich ja eben hier drum kümmern. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Und die wollen auch Replikatoren haben. Wie viele wollen sie denn? Bestimmt zu viele. 2. Dann richten wir auch mal eine Route ein. Gemäßigt Replikatoren. Nee, es soll nur aufgehen. 2 Stück. Nächste Transferroute nimmt Betrieb auf. Hoffen wir mal, dass wir da wieder ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Und dann können wir das Schiff wieder zurückfahren lassen, um das nächste Boot hier anzuhängen. Seile sind befestigt. So, er darf schon mal rüberfahren. Und dann müssen wir uns hier, ja, Energie. Ganz großes Thema. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier auf unseren anderen Inselteil gehen. Um hier nochmal Energie zu produzieren. Proben Sie sich aus. Ich setze vollstes Vertrauen in Sie. So, plus 347. Und dann müssen wir jetzt Supercomputer herstellen. Aus Methaneis und Deuterium. Das können wir hier so durchziehen. Machen wir das auch so, dass hier wieder Häuser stehen können. So. Und bauen dann hier das Chirogeniklabor an. So, was kostet uns der Spaß? Denn ja, das geht ja noch einigermaßen. 900 Wartung. Da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, und da ist die Energie auch mal weg. Wir brauchen 500 Energie dafür und 4500 Credit-Wartung. Alter Schwede. Dann soll ich das vielleicht doch noch ein bisschen zurückbauen. Das ist ja ein bisschen zu krass. Zu viel des Guten. Energiewartung kommt ran. Ja, ich muss die Module nachher wieder abreißen wahrscheinlich. Aber wir sparen uns hier ein Gebäude. Gut. Hätten wir das und jetzt brauchen wir den Gefrierreinraum. Der kostet 750. Wollen wir den mal eben anschließen und auch direkt eine neue Logistikfirma hier bauen. Obwohl, vielleicht können wir uns das schenken. Vielleicht können wir uns das schenken. Militärischen Mittel, um damit umzugehen. Indem wir das Schiff hier abliefern. Eine schnelle und wirksame Lösung. Ich werde mich wieder bei. Ja, wir dürfen den Zünder aktivieren. Perfekt. Auch mit 2 funktionierenden Kanälen erfüllen wir kaum die Nachfrage. Seaman International wird die Errichtung eines dritten, kürzeren Kanals vorbereiten. Sie hören von mir. Na gut, wir müssen auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr
Aufträge erfüllen, weil wir noch einen dritten Kanal bauen. Aber jetzt haben wir das Problem, dass alle Bergbauplätze der Wanderebenen aufgrund von Erdrutschgefahr geschlossen wurden. Und da, um das zu beheben, müssen wir im Krisensektor Quanditak einen Sieg erringen. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Und dann besetzen sie einfach nochmal unsere Inseln hier. Ja. Gut, dann brauchen wir erstmal hier die Flotte in dem Gebiet.